Hallihallo, heute hier am 9. September 2020, ein schöner sonniger Abend. Und auch heute bin ich hier eben auf der Baustelle, um hier in Eigenleistung das eine oder andere zu erledigen. Was hier noch ansteht, da steht noch eine Menge an. Also die Arbeit geht einem hier erstmal nicht aus. Aber vielleicht fasse ich mal ganz kurz zusammen, was eben in den letzten Tagen passiert ist. Zuletzt hatte ich ja vor allem an den Fenstern hier eben gearbeitet und da die Fensterkontakte eingebracht. Die sind jetzt soweit alle vorbereitet. Also ich habe jetzt tatsächlich alle Fenster eben, ja, die Arbeit an allen Fenstern abgeschlossen. Die schauen jetzt je nach Fenster halt irgendwie so aus. Kontakt, Verschluss mit Kontakten, Kabel schaut raus und irgendwie Leerer schaut raus. Das kommt hier eben seitlich heraus. Die Fensterrahmen, beziehungsweise die kleineren Fenster sind ganz geblieben. Die sind soweit eben alle vorbereitet. Das ist jetzt nicht das Thema. Jetzt geht es eben darum, dass der Montagetrupp eben in der nächsten Woche, in Kalenderwoche 38, hier anrücken wird. Und der möchte dir das Ganze natürlich installieren. Und dafür muss natürlich soweit eben, müssen die Vorbereitungen eben soweit stimmen, beziehungsweise da müssen halt die Bedingungen gegeben sein, um die Fenster auch einsetzen zu können. Normalerweise, also hier wäre jetzt zum Beispiel also hier würde quasi ein Fenster eingesetzt werden. Und jetzt, wenn man seitlich keine Leerrohre hat, dann ist das auch deutlich einfacher oder halt ein sehr einfacher, sehr gewöhnlicher Prozess für die. Die setzen das hier einfach rein. Das wird irgendwie in der Fensterleitung ein paar Mal verschraubt. Dann gibt es irgendwie noch so einen Schaum, Montageschaum, der da halt seitlich das Ganze ein bisschen abdichten soll. Und das war's. Und in meinem Fall aber muss man sich halt Gedanken machen, wie man diese Leerrohre da vorher durchgezogen bekommt. Und da haben wir eben angefangen, die einzelnen Fensterleibungen vorzubereiten. Das Ganze sieht jetzt so aus. Also, wie gesagt, das wäre jetzt hier ein bodentiefes Fenster. Hier in dem Fall wäre es tatsächlich ein solcher Fensterrahmen, der hier eingesetzt wird. Das heißt, im unteren Bereich ist eine Festverglasung, im oberen Bereich befinden sich zwei Flügel. Das hat einfach den Hintergrund, dass es hier nach unten geht, weil unten eben noch ein weiteres Fenster sich befindet für ein Kellergeschoss. Ansonsten sind aber die Fenster hier alle bodentief, da ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber hier bei dem Fenster und auch bei den Fenstern im Obergeschoss ist das eben mit dieser Festverglasung unten, sodass die Kontakte eben hier seitlich in etwa 1 Meter Höhe herauskommen oder die Kabel zu den Kontakten, sieht man ja hier. Und was wir uns jetzt hier gedacht haben, ist zum einen eben seitlich in die Fensterleibung Löcher zu bauen. Also das ist jetzt keine Steckdose oder auch kein Schalter oder nichts, sondern das ist tatsächlich einfach nur ein Loch, eine Aussparung, damit man hier ein bisschen Spielraum hat beim Einsetzen der Fenster, dass man quasi jetzt hier beim Einsetzen das Leerrohr hier durchfädelt. Auf der anderen Seite haben wir entsprechend hier ein Loch gebohrt, ein Durchbruch gebohrt. Das haben wir auch hier so gemacht, also auf dieser Seite ein etwas größeres Loch. Und halt hier durchgebohrt und dann nach unten herausgefräst. Und die Idee ist jetzt quasi beim Einsetzen, ich werde bei der Montage auch mit vor Ort sein, den Monteuren, also entweder mit zur Hand gehen oder halt irgendwie den das ein paar Mal zeigen, irgendwann werden sie es sicherlich selber hinbekommen, dass man hier die Leerrohre einfädelt, die nach unten quasi durchzieht und dann das Fenster da irgendwie so langsam seitlich hineinschiebt. Das ist nicht ganz einfach, aber wir haben das schon mal ausprobiert mit diesem Fenster hier. Das funktioniert. Und dann hat man halt das Fenster hier in der Fensterleibung eingesetzt. Und die Leerrohre, die Kabel, die schauen dann jeweils links und rechts seitlich davon heraus. Und damit wäre dieser Schritt mal abgeschlossen. Im Anschluss muss man halt dann gucken, dass man die Leerrohre dann halt zu der Stelle führt, wo das Ganze verdrahtet wird, wo das ausgewertet wird. Aber das ist dann ein weiterer Schritt für mich. Erstmal müssen die Fenster überhaupt hier reinkommen und zwar in möglichst unbeschädigter Form, dass auch hier die Leerrohre irgendwie keine Knicke oder irgendwas haben. Und das war halt das, was wir uns jetzt hier dazu gedacht haben. Bei den anderen bodentiefen Fenstern hier im Erdgeschoss, da ist das weitaus weniger problematisch. Das ist eben ein bodentiefer Flügel auch oder halt ein Flügel, der eben bis nach unten mitgeht und da kommen die Kabel oder das Leerrohr kommt eben direkt unten mit heraus. Das sieht man jetzt hier schlecht, aber das wäre hier so ein Beispiel und auch hier, das ist eben so gebaut, hier ist der Verschluss und das Leerrohr geht einfach direkt nach unten und das würde dann am Rohfußboden jetzt bei diesen Fenstern ziemlich mittig eben einfach, würden da zwei Leerrohre herauskommen und dann kann ich die soweit weiter verlegen. Da muss man jetzt nichts weiter beachten beim Einsetzen. Insofern rechne ich da jetzt mit weniger Problemen eben bei der Montage. Vielleicht an der Stelle noch ein paar Worte zu den Unterputzdosen bzw. Steckdosen hier in unmittelbarer Fensternähe. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass ich hier auch immer einen Schlitz von oben nach unten durchgehend in unmittelbarer Fensternähe habe. 15 cm ist das jetzt von der Fensterleibung entfernt, sowohl links als auch rechts. Da gibt es jetzt
zum einen auf 1,50 Meter Höhe so einen typischen KNX-Taster, also eine Unterputzsoße vielleicht für einen KNX-Taster mit Display, dass die einfach auf 1,50 Meter sitzen, dass man sie schön ablesen kann, falls man hier irgendwann mal irgendwas installieren möchte. Auf 1,15 Meter, das wäre so der klassische Schaltertaster ohne Display. Ja, man wird sicherlich nicht beide in Verbindung mit nutzen, aber man kann halt das eine oder das andere nutzen. Die zusätzliche Unterputzdose tut an der Stelle nicht weh. Dann gibt es unten auf 30 cm halt einen weiteren eine weitere Unterputzdose für eine Steckdose. Die ist gedacht oder die könnte man benutzen auch als Beleuchtung für irgendwie Deko an Weihnachten oder was auch immer man da so ans Fenster hängen möchte. Die habe ich auch ganz bewusst auf dieser Seite hier gelassen. Es gibt ja Leute, die sich die Unterputzdosen hier setzen, wirklich in die Leibung hinein. Das, also ähnlich wie dieses Loch hier, finde ich jetzt persönlich nicht so attraktiv. Einfach weil das zum einen, kann ich nicht ganz genau sagen, wo das Fenster endet, zum anderen beim 24er Stein wird das irgendwie bis zu 16 cm, wo er hineingeht, das Fenster, so in etwa zumindest jetzt hier. Also man kann sich das vorstellen, da wo dieser weiße Teil hier, dieser weiße Streifen im Rollokasten eben ist, da in etwa wird das Fenster sitzen. Hier ist ja der Austritt der Raffstorn. Das heißt, wenn da bis hierhin das Fenster quasi geht oder reicht, dann bleibt da gar nicht genug Platz für eine Steckdose. Und ich finde das unglaublich nicht attraktiv, drücken wir es mal so aus. Also rein ästhetisch schon hier irgendwie so eine Steckdose da irgendwie ganz nah an die Ecke, an die Kante zu setzen, finde ich persönlich nicht so toll. Und auch zusätzlich als Nachteil, wenn man da jetzt irgendwie ein großes Netzteil hineinsetzen würde, gibt ja trotz alledem heute auch noch irgendwelche Steckernetzteile oder so, die also mehr als ein Stecker sind, einfach ein Gehäuse da irgendwie da hineinsetzt, dann das Fenster aufmacht, dann ja, schlecht fürs Glas, würde ich mal sagen. Also am besten Fall zerkratzt man das vielleicht nur so ein bisschen. Im schlimmsten Fall kann das Glas brechen, wenn man das da richtig dagegen donnert oder der Wind das für einen macht. Insofern habe ich davon abgesehen, in die Fensterleibungen selbst Steckdosen eben vorzusehen und mache das dann dafür in unmittelbarer Nähe, links und rechts vom Fenster, von der Fensterleibung. Und da kann man dann halt ein Kabel, könnte man darüber ziehen. Wenn das irgendwie weiß ist, dann fällt das bei einer weißen Wand auch gar nicht weiter auf. Und dementsprechend erschien mir das halt sinnvoller an der Stelle. Dasselbe mache ich hier und das kann man hier ganz gut sehen, eben bei allen anderen Fenstern. Also ich habe jetzt hier wirklich immer dasselbe System angewendet, immer links und rechts eben die Dosen gesetzt. Ganz oben noch eine auf 2,30 Meter, auch das ist so eine Standardinstallationshöhe in meinem Fall, die verwende ich auch an vielen anderen Stellen. Und das ist halt nochmal eine zusätzliche Steckdose, um gegebenenfalls im oberen Bereich auch hier nochmal was zu installieren an Beleuchtung und vielleicht auch irgendwelche Sensorik anzubringen in Form von Luftgütesensoren, Helligkeitssensoren, Lautsprecher kann man da irgendwie vielleicht anschließend herauskommen. Das ist ja alles mit dem Leerrohr angefahren und insofern bin ich da flexibel und wenn ich schon die ganze Wand jeweils halt schlitze von unten nach oben, dann so die Überlegung, kann ich auch auf 2,30 Meter in so einer Standardinstallationshöhe in meinem Fall eben so eine Unterputzdose setzen und die dann ja, gegebenenfalls halt für entsprechende Dinge nutzen. Jetzt habe ich mich hier nochmal nach oben in eins der Kinderzimmer begeben und auch hier gibt es eben zum Beispiel zwei bodentiefe Fenster und man erkennt das gleiche System wieder. Das sind eben diese vier Dosen, immer auf den gleichen Höhen. Geschlitzt ist hier noch nicht, das müssen wir noch machen. Die Arbeiten fehlen eben noch, aber ansonsten sind hier schon mal die Dosen vorgebaut und auch in den anderen Zimmern hier im Obergeschoss, da sind das ja immer die gleichen Fenster quasi. Bodentief, aber mit einer Festverglasung unten. Und da haben wir hier immer dasselbe Konzept. Immer diese Dosen neben links und rechts von dem Fenster selbst. Eine Dose eben hier in der Fensterleibung, die beim Einsetzen hilft, mit einem Bohrloch, das dann hier nach vorne herausschaut und das dann eben mit einem Schlitz nach unten, das dem Leerrohr ermöglicht, eben nach unten geführt zu werden. Und ja, ansonsten ist das aber überall das Gleiche und dementsprechend werde ich jetzt hier nicht jedes Fenster zeigen. Interessant ist vielleicht noch, sind noch die Fenster im Keller. Auch da muss man noch ein bisschen was vorbereiten und da begebe ich mich jetzt hin. Bis gleich. Ich befinde mich jetzt also im Kellergeschoss in meinem Büro. In diesem Raum gibt es eben zwei Fenster. Die sind natürlich nicht mehr bodentief hier. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es hier im Kellergeschoss irgendwo dann auch das Erdreich anfängt und ja. Da machen sich bodentiefe Fenster nicht ganz so gut. Wir hatten das ja im Vorfeld hier eben vorbereitet mit Leerrohren. Als das eben vergossen wurde hier vor Ort, haben wir hier Leerrohre eingezogen, jeweils links und rechts ein Leerrohr. Und
Da gibt es jetzt durchaus ein bisschen was zu nacharbeiten, beziehungsweise da gab es tatsächlich Probleme, aber das ließ sich halt im Vorfeld nicht so besonders gut planen. Also da konnte mir zum einen keiner sagen, wo genau das Fenster sitzen wird, hier innerhalb dieser 30 cm dicken Wand. Zum anderen kannte ich auch die Fenster zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, vor allem die Mechanik des Fensters nicht und hatte eben noch keine Möglichkeit, mir Gedanken zu machen, wie ich diese Fensterkontakte dann einbaue und wo da die Kabel herauskommen letztendlich. Und da hatten wir so ein bisschen auch gut Glück, einfach mal ein Leerer oben, ein Leerer unten, jeweils auf beiden Seiten eben installiert. Das ist soweit auch in Ordnung. Ich brauche, wie sich jetzt herausstellt, halt nur ein Leerer, weil ich die beiden Kippstellungen oder die beiden Zustände, die Kippstellung und den Zustand verschlossen, über ein Kabel eben erfasse mit zwei Sensoren, die an einem Kabel angeschlossen sind, unten im Verschluss eben. Und dementsprechend brauche ich das obere Rohr in dem Fall gar nicht. Das werde ich abschneiden und vielleicht zukleben, vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, wenn man die Fenster mal tauschen sollte, aber voraussichtlich werde ich das erstmal nicht benötigen. Was jetzt halt zuvor noch zu erledigen ist, ist das Versetzen in Anführungszeichen dieses Leerrohrs. Also ich habe das jetzt hier halt großflächig herausgemeißelt, sodass man das jetzt an sich schon mal in die richtige Position bewegen kann. Man muss aber dieses gesamte Loch natürlich auch wieder irgendwie verschließen und auch das Leerrohr in die richtige Position bringen. Und das werde ich jetzt heute mal beginnen. Da habe ich mir ein paar Gedanken zu gemacht. Ich denke, ich werde nicht mit allen fertig werden, aber vielleicht werde ich das an ein, zwei Stellen eben mal ausprobieren und dann in den nächsten Tagen das auch an den anderen Stellen eben so umsetzen, wenn sich das bewährt, oder halt irgendwie nach einer anderen Lösung suchen. Ich mache mir da jetzt eben nochmal Gedanken, beziehungsweise ich hole mal die Dinge, die ich vorbereitet habe hier, bereite das soweit vor und kann euch das dann gerne auch nochmal zeigen. Bis gleich! Ich bin jetzt hier eben einen bedeutenden Schritt weiter, und zwar Ausgangslage ist eben nach wie vor hier so ein Leerrohr, das aus der Wand kommt. Da habe ich drumherum eben großzügig herausgemeißelt, einfach damit man das so ein bisschen bewegen kann in die richtige Position. Und jetzt habe ich das eben bei dem Fenster hier, da wo das Kabel herauskommt, ordentlich vermessen. Alles im Wesentlichen in Relation zu der Kante hier. Also da würde das Fenster dann mehr oder weniger bündig halt anliegen. Und hier wird dann der Fensterrahmen eben sitzen. Und jetzt habe ich hier an der Seite eben das soweit schon vorbereitet, dass das Leerrohr eben an der richtigen Stelle herauskommt. Ich habe das jetzt hier mit einer Stange, die in das Leerrohr geführt ist, fixiert. Da haben wir was untergelegt, damit es auch die von der Höhe her passt. Und das Ganze eben mit Zwingen hier an Ort und Stelle fixiert. Und jetzt werde ich eben das Loch verfüllen. Dafür nutze ich einen Montagemörtel. In dem Fall hier so ein Raccofix. Da geht es halt in erster Linie darum, dass das nicht gipshaltig ist. Also man darf jetzt hier eben nicht diesen Elektriker-Gips oder Rotband oder irgendwas verwenden, was eben gipshaltig wäre. Einfach weil man in dem Bereich mit Feuchtigkeit zu rechnen hat. Und Feuchtigkeit und Gips ist irgendwie eine schlechte Kombination, langfristig gesehen. Also das kann aufquellen, das kann sich irgendwie so herauswaschen, das will man alles nicht. Daher hat irgendwas, was nicht auf Gipsbasis funktioniert. Das wäre in meinem Fall eben dieses Produkt hier. Und damit werde ich das Ganze jetzt mal so in Position bringen. Das soll wohl auch ultraschnell aushärten. Also binnen von 2, 3 Minuten bindet das ab und soll soweit eben schon fest sein. Bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert. Und dann werde ich auch das Ergebnis sicherlich nochmal präsentieren. Ich werde auch versuchen, das quasi so zu machen, dass man trotz alledem hier nochmal ein paar Millimeter, Zentimeter Spiel hat. Einfach falls das dann doch nicht auf den Millimeter jetzt genau passt, falls da noch irgendwas untergelegt wird oder so, dass man da eben, wie gesagt, entsprechend Spiel hat. Insofern werde ich das so ausformen, dass man am letzten Zentimeter des Leerrohrs das halt dann in den letzten Zentimetern noch mal ein bisschen bewegen kann. Auch da mache ich mich jetzt mal über die Arbeit, werde auch das gleich noch mal dokumentieren. Bis gleich.
Mittlerweile bin ich jetzt also mit den Mörtelarbeiten soweit durch. Ich hatte zwischendurch eine Riesenschweinerei gemacht. Daher musste ich jetzt hier dann nochmal kurz Klarschiff machen, alles aufräumen, das Werkzeug reinigen. Das Material ist einfach ultra schnell trocken und ausgehärtet. Und da wollte ich jetzt das nicht riskieren, hier zwischendurch Videos zu machen und dann mehr Mühe beim Reinigen zu haben. Das hat soweit geklappt. Also ich hatte hier tatsächlich das eingespannt, wie besprochen, mit dieser Zwinge. Und ja, das Ergebnis, glaube ich, lässt sich sehen. Ich habe gleich beide Seiten gemacht. Auf der Seite schaut das jetzt so aus. Wie gesagt, ich habe eben mir Mühe gegeben, das da trotzdem noch eine Mulde zu lassen um das Leere, dass man das so ein bisschen hin und her bewegen kann. Grundsätzlich sollte das aber jetzt ausreichend sein, um das im Anschluss, wenn das Fenster eingesetzt ist, irgendwie von außen nochmal zu verfüllen oder mit Bauschaum auszuschäumen. Da machen wir jetzt wenig Sorgen. Und auch hier die Seite, die ist mir fast noch besser gelungen von der Formung her. Das war dann die zweite Seite, die schaut, glaube ich, ganz ordentlich aus. Und auch hier sollte das dann relativ einfach möglich sein, das im Nachgang nochmal, entweder nochmal mit demselben Material zu verfüllen, falls man da hinkommt, oder aber mit Bauschaum da dann halt irgendwie auszufüllen. Das Leere selbst, das muss ich noch so ein bisschen kürzen. Das schaut jetzt, glaube ich, 5-6 cm aus der Wand heraus. Ich werde das so kürzen, dass das nur noch 1 cm aus der Wand herausschaut. Aber dann, das macht es halt schwieriger, das die Richtung vorzugeben, jetzt während der ein Gips oder ein Mörtel arbeiten. Da habe ich das ein Stückchen länger gelassen. Mit den Arbeiten werde ich jetzt aber soweit durch. Und dann kann ich mich jetzt den nächsten Themen widmen. Und ansonsten gehen die Dinge halt hier ihren Weg auf so einer Baustelle. Da gibt es immer was zu tun, wenn man dann Eigenleistung unterwegs ist. Da kann man immer irgendwie etwas vorbereiten, nacharbeiten und sich Gedanken machen über die anstehenden Leistungen, Arbeiten, die eben so anstehen noch in der Zukunft. Und am Ende, wenn einem langweilig wird, kann man auch noch putzen, immer mal wieder aufräumen. Und auch hier steht nochmal so eine Art Großputz an. Also bevor die Fenster jetzt eingesetzt werden nächste Woche, würde ich hier tatsächlich nochmal hier den gröbsten Dreck herausputzen müssen, die Fenster vielleicht ein bisschen vom Staub befreien. Das lässt sich halt trotz alledem nicht vermeiden, dass die hier auf einer Baustelle ein bisschen eingestaubt werden. Und vor allem aber muss man halt gucken, dass man jetzt beim Einsetzen der Fenster den Montagetrupp da den Weg freiräumt, dass da kein Dreck irgendwie im Weg ist und dass man die auch mit dem Dreck halt nicht zerkratzt. Das ist ja alles irgendwie, hat spitze Kanten und so. Wenn man das da jetzt drüber zieht oder wenn sie das irgendwo einzwickt, dann hat man halt schnell Kratzer im Rahmen, Kratzer im Glas und all das will man vermeiden. Insofern gibt es, wenn es nichts anderes zu tun gibt, immer irgendwelche Putztätigkeiten zu erledigen. Ich mache mich da jetzt mal drauf und drüber auch heute und auch in den nächsten Tagen. Und wenn es wieder erwähnenswerte Neuigkeiten gibt, dann melde ich mich auch hier wieder mit einem Video. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.